Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Railroads Online und dieses Mal etwas schnell unterwegs und zwar wortwörtlich, denn ich habe den zweiten Bauabschnitt komplett fertig gebaut, also fast komplett fertig, ich bin jetzt bis zur Mine raufgekommen, aber das Ganze hat eine Stunde gedauert und ich dachte, das teile ich jetzt nicht auf zwei Episoden auf oder beziehungsweise einer langen, weil dann sitzen wir einfach eine Stunde da rumbauen, machen wir das lieber gekürzt. Die ganze Stunde jetzt in 20 Minuten schnell durchlaufen, damit ihr da seht, wie ich da baue und was so meine Probleme gewesen sind. Und ich muss sagen, die allererste Stelle hier nach der Brücke, die hat mich sehr viel Zeit gekostet. Weil es ist ja da hinten die eine Stelle, wo es mit 7-8% ja dann nach oben geht. Und da habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich da den Best Approach irgendwie gefunden habe. Und die finale Lösung ist vielleicht nicht gerade der idealste, aber mit dem habe ich mich erstmal abgefunden. Jetzt am Anfang versuche ich da gerade noch halbwegs auf Bodennähe hinzukommen und schauen, dass man da eine schöne Strecke hinkriegt, dass das irgendwie nachvollziehbar ist und wie das dann aussieht mit den Radien. Das, was die ganze Zeit immer wieder mal aufblitzt, ist übrigens das Menü. Es ist einfach zu kurz da. Deswegen ist einfach nur so ein kleines Blitzen. Und ja, den Approach, dass ich hier quasi ganz normal am Boden so entlang fahre, den habe ich dann recht schnell verworfen, weil ich mir gedacht habe, ich will da hinten einfach keine Steigung haben mit 7-8% und das auf längerer Zeit. Das ist einfach uncool. Ich wüsste auch gar keine alternative Strecke, was man jetzt hier machen kann. Ich meine, ich habe schon einen Haufen Leute gesehen, die fahren auf der rechten Flussseite entlang, aber hier auf der linken Seite, glaube ich, kannst eigentlich eh nur dem Pfad fahren, wenn du realistisch bauen willst. Ich meine, klar, wenn du Freestyle machst, dann geht das garantiert anders und ein bisschen besser. Aber das ist so der einzige Pfad, den ich jetzt so wüsste, wie man es machen, also am schönsten machen könnte, wo es nachvollziehbar ist. Da sitzt ihr schon, da sind ein Gefälle von 6% hier schon. Das reicht aber nicht. Da hinten verschwinden wir dann schon wieder im Boden hier drin. Da kannst du die 7, 8, 9% einstellen. Und ich weiß, es gibt so Helden, die machen das. Aber, boy, da brauchst du halt ein paar Lokomotiven, bis man dann hier oben ist mit den Wagen. Es zieht ja sonst keine Lok rauf. Hä, Zahnradbahn, das wär's doch mal in Bayern so online. So historisch. Ja, den Approach, den ich jetzt versuche, ist okay, weiter nach hinten gehen und hinten schon mal mit den Prozenten hochgehen. Aber jetzt sind wir hier schon bei 6% und dann ist die Gesamtstrecke, wo es so extrem steil ist, eine extrem lange. Also werde ich gleich hergehen, reiße das alles ab und dann schaue ich, dass ich ab der Brücke schon mit 2, 3, 4, 5% dann raufgehe, damit ich quasi ein bisschen einen Vorsprung habe im Höhenunterschied. Genau, jetzt wird hier abgerissen. Ja, noch nicht ganz, ich probiere es jetzt nochmal. Also 4,5%, das ist so eine Steigung, wo ich eigentlich ganz happy bin. So, jetzt reiße ich es komplett ab. Kleiner Tipp, wenn ihr von der Geraden jetzt in eine hohe Steigung reingeht, also wie in dem Falle auf 4%, dann geht es nicht gerade direkt auf 4%, sondern macht es erstmal so 2% oder 1, je nachdem, was für Schritte ihr gehen wollt, und dann langsam so auf 4%. Dann habt ihr da wesentlich ein schöneres Bild, als wenn ihr da ansonsten diesen Knick drin habt. Wenn er da von 0 auf 4 gerade direkt rauf geht. Das sieht irgendwie nicht so schön aus. Ja, und ich dachte, es wäre jetzt gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass man jetzt hier quasi schon Höhe gewinnt und dass man hier nicht am Boden entlang geht. Und dann hier mit so einem kleinen Trestle arbeitet. Ich meine, die Stützwand, die kommt dann auf die rechte Seite hin. Das heißt, ich muss das dann einfach von der anderen Seite nochmal runterbauen. Keine große Sache. Aber jetzt zum Testbau. Mache es halt so. Und da haben wir gedacht, oh, das kommt eigentlich ganz gut. Dann haben wir hier schon mal so ganz krasse Steigung. Und allerhöchstens mal zum Schluss dann halt ein bisschen. Da, 4,5%. 5. 6, wo man dann hier dann langsam hochkommt. Wobei auch da habe ich gemerkt, okay, das reicht noch nicht. Wir müssen noch höher. Also hier, der die Brücken neu baut, inklusive hier den Aufstieg.
Oder auch durch. Ne, ich dachte, die haben wir eigentlich nochmal abgerissen. Fange ich da gerade schon mit 5 an. Und bin dann immer wieder mal nach hinten, um zu schauen, passt es noch optisch und cool. Also da, also ich habe zwar eigentlich so meine Hausregel, keine Kurve auf eine Kurve, aber hier kann ich nicht mit Geraden arbeiten. Ich brauche den Platz. Jetzt im Nachhinein, diesen Approach, was ich da jetzt gerade hatte, der hat gar nicht mal so schlecht ausgeschaut. Ich glaube, wenn ich da mal kurz auf 7 gegangen wäre, das wäre vielleicht alles doof. Ich probiere das jetzt hier gerade mit dem Kurvenrad, das ist noch ein bisschen anders. Und test gerade, wie viel braucht es. Also da auf 7 werden wir dann hier oben. Das wird irgendwie hinhauen. Eigentlich hätte ich den Approach echt lassen sollen. Aber ich reiß das nochmal ab. Weil ich da einfach nicht glücklich mit dem Ganzen war. Wollte einfach ein bisschen höher rauf. Ich wollte jetzt schauen, ob ich jetzt irgendwie dieses 7% da vermeiden kann. Ja, 5,5, halber Prozent mehr. Kann auf die Strecke schon ein bisschen was ausmachen. Wenn ich mal jetzt schon denke, was das für ein Graus gewesen wäre, als die Schiene noch mal zu verlegen. Das hätte ja gerade noch mal eine Stunde dauert. Mindestens auf die ganze Strecke hin. Das wäre eine schöne Kurve gewesen, wenn es halt hier da nicht die Wand reingegangen wäre. Und irgendwann habe ich es dann gelassen, hier mit dem Zirkelmodus zu arbeiten. Und habe dann gesagt, okay, lass uns das mal Freihand machen, schauen, ob ich das halt irgendwie schön hinkriege. Weil es hat einfach nie so schön passt, entweder war es zu weit links, oder zu weit rechts. Ich bin einfach zu sehr der Perfektionist. Und dann habe ich einfach ein bisschen nach Augenmaß gearbeitet. Was echt gut funktioniert hat. Ich weiß natürlich halt nicht, was das dann für ein genauer Radius ist. Eben, da mache ich es jetzt gerade Freihand. Und schaue, dass die Kurve so groß wie möglich ist. Ja, die Kurve sah da jetzt eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus. Jetzt baue ich die ganzen Brücken nochmal neu. Damit hier die der Handlauf da auf der rechten Seite ist, was ein bisschen mehr Sinn macht. Und auch hier nochmal neu. Ja, ich denke, das kann man so lassen. Aber es ist halt nicht das Ergebnis, was ich mir eigentlich gewünscht habe. Da bin ich mit dem Freihand hier noch ein bisschen weitergegangen, um hier das letzte Endstück zu machen. Da habe ich gedacht, okay, das sollte eigentlich passen. Vom Radius her. Sollte ich eigentlich öfter machen, so ein Freihand. Auch wenn dann die Ergebnisse nicht super perfekt sind und durchgehend. Das war schon okay. Muss ja jetzt gerade nicht unbedingt passender Radius. Halt nur so halbwegs. Und hier auf dem kleinen Plateau, da werde ich dann hier so ein kleines Abstellgleis noch machen. Passend zu dem Abstellgleis, was wir hier unten schon haben. Und da habe ich mir überlegt, ob man da nicht eine Hilfslokomotive abstellen. Also entweder unten oder oben, wobei unten macht ein bisschen mehr Sinn. Oben höchstens noch als Bremslokomotive. Ja doch, das macht Sinn. Also unten zum Drücken. Man muss aber nicht die ganze Strecke mitfahren. Der fährt dann hier auf das Abstellgleis. Und beim Runterfahren als Bremshilfe. Das ist dann im Multiplayer dann ganz spannend. Wirklich keine schlechte Idee, ja. Wenn man hier so einen Drücker unten hat. Fährt dann quasi der Güterzug dran vorbei. Du fährst dann raus mit der Lok, kuppelst an und dann geht's los.
So, da baue ich dann jetzt auch schon die Weiche. Habe ich gesagt, dass ich hier halbwegs ja, gerade ein Stück habe, dass das hier noch irgendwie passt. Ich meine, da der Ballast, der geht ein bisschen drüber. Man dachte, das sieht man jetzt vermutlich eh nicht und auf der einen Stelle macht es eh nichts aus. Eventuell gehe ich nochmal her und baue die Weiche ohne Ballast und mache den Ballast dann per Hand. Und ja. Da der Prellbulk wollte halt irgendwie den snappen. Bin dann nochmal hergegangen und hab dann das Gleis nochmal neu gemacht. Keine Ahnung, was das manchmal ist, dass der nicht snappt. Also ein bisschen auf Augenmaß, dass mir es irgendwie passt. Und diesmal hat es funktioniert. Da kommt jetzt noch ein kleiner Wasserturm hin. Wäre jetzt nicht unbedingt nötig hier, aber sieht ganz okay aus. Und dann geht es jetzt hier weiter mit der Strecke. Aber die ist dann gar nicht mehr so schwer zu bauen. Ich meine, jetzt haben wir hier dann gerade nochmal eine Gerade. Ach, das Stück habe ich jetzt nochmal neu gebaut. Schaut, dass wir vielleicht ein bisschen niedriger sind von der Höhe her. Weil bei dem Buckel ein bisschen blöd ausgesehen hat. Und jetzt ziehen wir hier weiter. Der Abschnitt war eigentlich relativ leicht zu bauen. Wir haben ja hier sogar ein ganz kleines Gefälle und dann geht es wieder nach oben. Jetzt im Nachhinein überlege ich mir gerade, ob ich da nicht gerade durchziehe. Ihr werdet dann gleich sehen, wieso. Denn ich gehe jetzt erstmal hier runter, weil ich einfach nicht so hoch sein wollte. Ich mache das hier mit der Steinmauer. Und dann geht es aber für, ich glaube, für 4 Grad sind es oder 5 Grad, geht es dann nach oben. Und da bin ich ganz knapp am Boden. Und das Blöde ist, da wo es da nach oben geht, geht es auf der, da also wie so ein kleinen Hügel. Und da geht es auf der anderen Seite gerade wieder runter. Das sieht dann ein bisschen doof aus. Genau, hier geht es jetzt nach oben. Da schaue ich jetzt gerade, was ich für eine Steigung brauche. Mit 4%. Da, dass ich da nicht zu sehr an den Rand kommt, dass man hier der Ballast hier nicht wieder diese komische Wand hier macht. Ja, man sieht gerade 5% haben wir hier drin. Und da, glaube ich, ist jetzt die Stelle, wo es dann wieder runter geht. Ja, genau, da habe ich es jetzt dann gemerkt. Und da wollte ich halt das Ganze halt auch wieder halbwegs abflachen, dass wir hier von den 5% nicht auf 0 kommen und ein bisschen dann auf minus 2. Hier wird wieder runtergehen, das sieht sonst echt kacke aus. Schaue ich, dass ich da relativ knapp am Boden bin und dann gerade wieder runtergehe. Ich mache mir da jetzt gerade so eine Markierung hin, damit ich weiß, wo ungefähr der Knick ist. Und ziehe das jetzt hier nochmal neu. Und da geht es in Schritten dann runter. Und da habe ich gemerkt, dass es vom Winkel gerade nicht passt, dass ich da schon mal eine Kurve machen muss, weil sonst der Radius hier hinten viel zu klein wird. Ich habe es gerade mit 70 ausprobiert, also noch weiter hinten. Ich sehe, okay, da geht's jetzt, da kann ich so ein bisschen mehr machen, 72. Und das gleiche Spiel von vorne. Also das ist ein ganz guter Trick, dass man halt mit dem Radius einfach mal nach vor geht, zu schauen, ob das dann so passt mit der aktuellen Einstellung. Damit man hier nicht immer wieder hin und her geht mit den Radien, dass das schön durchgängig ist. Nächste Challenge war, hier halbwegs gerade rauszukommen. Zu mir komplett eben wieder. So, und wenn ich jetzt hier gerade gemacht hätte, dann wären wir hier links auf der Wand gewesen. Und ich meinte, ich habe das Ganze nochmal abgerissen und habe die Kurve noch ein bisschen extended.
damit man mit einem anderen Winkel da vorne rauskommt und mit das Endstück hier gerade ist. Ah ne, ich hab das dann so gemacht. Okay. So, und jetzt geht's ans Brückenbauen wieder, beziehungsweise Bäume entfernen, war natürlich auch ein Ding. Und vermutlich hast du auf der ganzen Strecke irgendwo einen Baum, den ich übersehen habe. Und bei der Testfahrt wird sich das dann rächen. Ich kenne mich. Aber im Fast Forward geht es ja Gott sei Dank recht schnell. So. Es sieht ja ganz schön aus, wenn da das Gras so in den Schienen drin ist, aber es ist ja gefährlich. Da kann sich die Lok gerne mal aufhängen. So, Exploratory auf die andere Seite. Schauen wir mal, irgendwie hin müssen und wie es von der Höhe ist. Sehr gut, okay, die Brücke braucht eine kleine Steigung hier drin, sonst kommen wir hier nicht drauf. So 3%. Also gehen wir hier zurück. Und ich fange jetzt ja wieder klein an, mit 1% und dann 2. Wenn man es jetzt so sieht. Es ist total blöd zu machen, hier mit der Brücke nicht weit zu bauen. Da will er halt immer bis ganz nach vorne. Muss man nach unten schauen. So. Hier können wir eigentlich gerade wieder auf eben gehen. Das passt von der Höhe her. Und ich weiß, ich bin ein bisschen abseits von dieser Plattform hier oben. Aber es hat dann passt, dass ich hier einfach gerade durchziehe und dann auf der anderen Seite die Brücke gerade wieder ziehe. Das habe ich gerade ideal getroffen. Ja, und da haben wir wieder das Problem mit den Bäumen abreißen, wenn man die Brücke schon gebaut hat. Ja, so habe ich die Brücke wieder abgerissen, bin hergegangen, habe die ganzen Bäume weggemacht und dann wieder neu gebaut. Schaut, dass man nicht wie bei der Stahlbrücke und bei der anderen Neubrücke mit dem Löschtool, also mit dem Abreißtool, in die Brücke reingehen kann, um die Bäume zu entfernen. Aber ja, gibt Schlimmeres. Einfach neu ziehen und fertig. Ja, sieht doch gut aus. Hä, warum habe ich es jetzt... Ah, ich habe da versucht, das mit der... Okay, ich wollte die Brücke austauschen. Und das eine Endstück da musste ich nochmal neu ziehen. Damit das Farbliche passt. Da habe ich gerade ein bisschen rumgefiemelt. Um zu schauen, welches Farbschema das jetzt war, was ich da ausprobiert habe. So, nach dem vierten Attempt hat es dann auch funktioniert. Dass ich die richtige Farbe gefunden habe. Was ich natürlich nicht gemerkt habe, was ich mir da ausgewählt habe. Wunderbar. Cool. Ich hätte es gerne noch auf der zweiten Seite hier gemacht, mit der neuen Brücke, aber es geht hier zu tief runter. Ging nicht. Ich probiere es natürlich hier am Anfang. Und dann bin ich auf die Stelle gar nicht mehr raufkommen, dann muss ich hier links auf den Berg und mich dann runterfallen lassen. Ja, da habe ich dann gemerkt, ich kann es nicht bauen. Aber, dass die Ausrichtung halt schon... stimmt, die habe ich dann wirklich gut getroffen. Das war echt ein Glückstreffer. Ja, hier mal das gleiche Problem wie vorher. Ich kann wieder die ganzen Bäume nicht entfernen. Und gerade für Screenshots und so will ich natürlich da keine Bäume drin haben. Einmal abreißen, Bäume weg. Wir müssen es hoffen, dass man gerade die richtigen erwischt. Und das Ganze nochmal von vorne. Ja, blöd, wenn man halt runterfällt. Kann man das Ganze nochmal machen. Gott sei Dank gibt es kein Gesundheitssystem in dem Spiel mit Fallschaden und Co. Und das letzte Stück rauf zur Mine. Dann haben wir es hier endlich geschafft und dann müssen wir nur noch oben die Gleise bei der Mine machen. Ja, und damit wäre der Bau der Bergstrecke endlich abgeschlossen. Na, hat ganz schön gedauert. Jetzt fehlt ja eigentlich nur noch der Bereich bei der Mine. Wie gut, dass ich das schon gebaut habe. Ich dachte, das gebe ich euch jetzt mal nicht. Das ist jetzt nicht so aufwendig gewesen hier. Wir haben hier das einerseits das Hauptgleis für die
Beladung bzw. Entladung. Und ich habe jetzt hier so ein kleines Stumpfgleis gemacht. Da wird man hier mit einer Lok, also mal, der Gedanke war, man fährt hier mit dem Güterzug rein und man kann hier mit der Lok kurz umsetzen, fährt dann hier raus, geht dann hinten an den Güterzug ran und drückt ihn dann halt rein, so weit wie es halt geht. Und wenn man dann auf der anderen Seite ist, dann hat man halt hier zwei Abstellgleise, da kann man dann die Güterwagen hier auch wieder reindrücken, also parkieren. Und hier haben wir Wartungsgleis. Auf dem linken können wir hier Brennholz nachfüllen, wir haben hier die Besandungsanlage. Was ich jetzt ganz vergessen habe, ist ein Wasserturm. Der wäre vielleicht noch nicht schlecht. Ja, jetzt haben wir auch noch einen Wasserturm hier. Sehr gut. Und hier weiß ich noch nicht, ob das nicht so eng ist. Ich hoffe mal nicht. Hier ebenfalls Stumpfgleis. Den Baum wollt ihr hier mal drin lassen. Ich dachte, das sieht ganz cool aus, wenn der da einfach mal so rauswächst. Und eine große Drehscheibe zum Wenden der Lok. Wir haben da hinten drei so Abstellgleise, wo man theoretisch was abstellen könnte, wenn man möchte. Also hat man hier ein bisschen Spielraum. Und das war's. Ich denke, das ist ganz okay. Hier der Abstand mit dem Hebel zu dem Gleis, der ist ein bisschen knapp. Aber ich denke, das sollte sich ausgehen. Ansonsten macht man halt den hier. Ja, gerne eure Meinung dazu, wie das Layout hier so aussieht oder ob ihr da vielleicht was dran ändern wollt. Ich würde sagen, wir gehen mal die neue Strecke mal kurz ab. Jetzt mal ohne Schnelldurchlauf. Boah, die schöne Brücke. Das ist echt gut geworden. Hier komplett gerade. Dieser alten Brücke da. Geile rote Farbe. Fällt mir sehr gut. Und dann geht es hier wieder langsam runter. Schöne, saubere Kurven. Da weiß ich halt noch nicht, ob wir nicht entgleisen werden. Das werden wir dann bei der Testfahrt sehen. Aber ansonsten auch hier. Gut. Hier könnte man sich den einen Schwenker eigentlich sparen. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt auch. Wir ziehen da komplett durch. Gut, dass ich jetzt mal von der Seite gesehen habe. Und es automatisch verbinden lassen. Na komm. Schauen wir uns das von da nochmal an. Ja, ist besser. Damals war eine, ja, minimal gerade haben wir hier. Ansonsten geht es dann hier um die Kurve. Dann haben wir hier unser Abstellgleis, vielleicht für die Hilfslok. Ich gehe jetzt mal kurz nach oben und ja, das Teufelstück hier. Hier ist eine enge Kurve hier. Ein bisschen zu eng nach meinem Geschmack, aber er ist, wie es ist. Und dann da in Freihand. Ja, auch hier das. Ah, schon brutal eng an gewissen Stellen. Das wird eine Challenge werden. Hier ist dann wieder okay. Komplett gerade runter. Eine kleine Kurve hier. Engere Kurve da, aber sonst passt's. Hier nochmal runter. Ja, die S-Kurve, glaube ich, könnten wir auch hier ein bisschen entschärfen. Wir lassen es das erstmal hier so. Auch das könnten wir ein bisschen entschärfen. Vielleicht. Wird vermutlich nicht besser mit dem Auto-Connect. Ich probiere es aber trotzdem. Nö, aber das wäre auch noch so ein Punkt, das könnte ich noch verbessern. Ansonsten jetzt hier runter, da passt alles. Ja, und hier runter. Gut. Ja, ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. War halt ein bisschen im Schnelldurchlauf, aber ich wollte euch da jetzt nicht die Stunde, anderthalb jetzt da komplett geben, wie ich das baue. In der nächsten Episode machen wir die Testfahrt nach da oben rauf. Ich denke mal, wir werden da schon mal das Holz raufbringen, was die Mine eh auch braucht. Wagen dazu habe ich schon gekauft. Und dann schauen wir, ob wir hier raufkommen. Ja, wenn ihr wollt, kommt vielleicht gerne auf unseren Discord-Server. Haben wir mittlerweile eine recht große Community, auch von Rayworth Online-Fans. Und wenn ihr auch mit mir mal mitspielen wollt in Zukunft, gerne auf dem Discord.
Gibt es auch dann auch immer wieder gratis Spiele und Co. Also macht ihr nichts falsch. Link in der Videobeschreibung. Ich bin raus und bereite die Testfahrt vor. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.